Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Hier ist der Lama. Ich freue mich, dass ihr da seid und mir ein kleines bisschen Gesellschaft leistet. Im zweiten Teil von City Skylines. Mit Publisher Paradox und dem Entwicklerstudio Colossal Order geht City Skylines inzwischen in die nächste Runde. In City Skylines 2 erwartet uns einiges an Überraschungen. Wir werden richtig tolle Städte erleben. Eine wunderbare Szenerie, was das Wasser angeht. Und wir werden auch mit ein kleinen Problemen zu kämpfen haben, denn wir wissen inzwischen aus den Fachkreisen und den ersten Erlebnisberichten, dass es leider noch zu Systemschwierigkeiten und Performance-Problemen kommt und die Community zerreißt sich so ein kleines bisschen im Moment den Mund bzw. in die Tasten wird gehauen, aber wir werden sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen und vor allen Dingen auch Monaten einiges an Patches erleben und deswegen wird sich diese Spielstabilität sicherlich in nächster Zeit auch relativieren und vor allen Dingen verbessern. Ich freue mich, dass ihr da seid und mir in diesen ersten Schritten, die wir hier leisten, ein bisschen Gesellschaft gebt. Und bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, schauen wir erstmal in die Optionen, denn bisher habe ich lediglich die Auflösung und den Monitor eingestellt. Jetzt gucken wir mal so ein kleines bisschen durch. Ihr gebt mir natürlich immer fleißig Feedback, ob es euch laut genug ist oder ob es zu leise ist. Und wir müssen mal in die Grafikoptionen gucken. Also wir haben den Vollbit-Fenstermodus eingestellt, das ist gut, die Bildschirmauflösung. Mach mal so. Pausync, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist, das anzulassen oder nicht. Ich habe mal gehört, es wäre nicht so schlecht, wenn man es für Aufnahme einstellt. Braucht man aber im normalen Spielerlebnis wohl nicht. Probleme gibt es definitiv noch im Tiefenschärfe-Modus. Den deaktivieren wir. Das soll wohl die Grafik ein kleines bisschen entlasten. Den Prozessor und so weiter. Und die Performance in Sachen FPS doch noch ein kleines bisschen steigern. Deswegen deaktivieren wir das. Allgemeine Grafikqualität. Ja, na gut, jetzt kann man überlegen, was man macht. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Mittel. Ja? Wir gehen auf Mittel und gucken mal durch, was wir vielleicht noch verbessern. Ich denke, wir lassen mal geringes Anti-Aliasing drin. Wolkenqualität. Wolken ist, finde ich, jetzt schon nicht so unwichtig. Nebel. Wollen wir den Nebel mal drin lassen? Ich würde sagen, wir lassen das mal und gucken mal, wenn es wirklich gar nicht hinhaut, machen wir ihn raus. Also Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe und selbst die Schattenqualität, die stelle ich jetzt einfach mal runter. Ich würde sagen, wir lassen es mal so, okay? Lassen wir es mal so eingestellt. Audio. Mhm. Ja, ihr müsst mir sagen, ob es okay ist. Radio lassen wir auf jeden Fall an. Spielgeräusche lassen wir an. Nur, ja, ich würde es mal drinnen lassen. Und gucken mal, Radio. Hm. Würde ich auch erstmal anlassen. Ist, glaube ich, für euch jetzt auch, falls jemand da ist, der es vielleicht auch noch gar nicht kennt, eine ganz nette Sache, dass sie das hinzugefügt haben. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass es sowas wie ein kleines Stadtradio gibt. Wenn wir uns genervt fühlen, früher oder später, dann machen wir es halt wieder aus. Aber für den Moment, glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt. Umgebung, Katastrophen. Lassen wir es doch mal so. Ja, ich meine, wenn es zu laut ist oder zu leise, wie auch immer, ihr sagt mir einfach Bescheid.
So, Steuerung, das können wir uns im Spiel nochmal angucken. Lassen wir es mal so. Und dann würde ich sagen, ich habe den Streamtitel einfach mal als Dorfromanze bezeichnet. Versuchen wir doch einfach an dem Spiel einfach das Schönste, möglichst Schönste rauszuholen. Und gucken mal, dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, in eine vielleicht effektive, aber doch sehr unansehnliche Blockbauweise zu verfallen. Und hüpfen mal ins Spiel. Ich bin gespannt, wie es wird. Und wünsche euch ganz viel Spaß. Bei der Dorfromanze Teil 1. Los geht's. So, und dann sind wir auch schon in der Menüauswahl der Karte. Wir haben diese 10 Karten vorab zur Verfügung gestellt. Da kommt sicherlich auch nochmal das ein oder andere Kartenszenario mit dazu. Ich würde für den Beginn dazu plädieren, dass wir vielleicht erstmal etwas Flacheres nehmen. Also wer jetzt auf Ski Alpin steht, der ist vielleicht gut beraten, wenn man sich hier so ein paar schneebedeckte Hügel zu Hilfe nimmt. Das Klima ist europäisch minus 4 bis 15 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das hier vorne sieht auch eigentlich relativ flach aus. Also ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, die Karte. Zwillingsberg. Dann hätten wir hier diese Archipelinseln. Auch europäisches Klima. 8 bis 30 Grad. Hier unten sehen wir auch noch ein paar zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche wir zur Verfügung haben. 11,4 Quadratkilometer. Davon auch nochmal zusätzlich von dieser Karte. 233... Weiß ich nicht, KT, also ich nehme mal an, dass es irgendwie wahrscheinlich HT heißen soll, oder? Hektar? Nee, die meinen schon KT, weiß ich jetzt nicht. Ob das Kilotonnen sein sollen, dann wäre es eine Massenangabe. Erze, da macht das jetzt schon ein bisschen mehr Sinn und wahrscheinlich sind das hier Kilotonnen. Denn wir haben hier beim Öl auch eine Tonnenangabe, das ist jetzt nicht so viel. Also, Öl... Wie sieht es denn Zwillingsberg aus? Da haben wir auch nicht so viel Öl, ne? Und nicht ganz so viel Wald. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was haben wir zu verlieren? Wir gehen jetzt einfach da mal rein und gucken uns das an. Achso, ich wollte noch mal gucken bei San Francisco. 5 bis 28 Grad. Nee, ich habe Bock auf eine Karte, wo wir in die Minustemperaturen gehen. Warum? Denn City Skylines 2 hat endlich... im Vergleich zum Vorgänger Jahreszeiten mit dabei und das heißt, wir rutschen auch in den Winter und so eine schneebestückte Straße, das ist natürlich eine Herausforderung, denn wie wir gesehen haben und auch wissen, werden uns einige Unfälle begleiten, weil die Leute im Winter sich ein bisschen überschätzen und dann über die Straße schlittern und in den nächsten Busverkehr hinein stolpern und dann gibt es ein absolutes Verkehrschaos und deswegen starten wir auf dieser Karte. Zwillingsberg, europäisch in der nördlichen Hemisphäre, Stadtname. Vorschläge jetzt von euch. Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag? Ich möchte euch da ungern umgehen für einen Stadtnamen, für einen, ich möchte es gerne präzisieren. Einen dörfischen. Andernfalls treffe ich eine Auswahl und dann müsst ihr damit leben.
Das klingt ja fast wie das Osmanische Reich. Was haltet ihr denn davon? Was haltet ihr denn davon? Kurz, präzise, kernig und dörfisch. Lamitz. Für die Engländer unter euch könnten wir jetzt auch noch einstellen, ob wir Linksverkehr möchten. Das machen wir natürlich nicht. Nein, nein. In Lamitz fährt man auf der richtigen Seite. Bin immer noch froh, als wir damals mit der Band in England waren, dass er unser Busfahrer so schalten konnte, dass er sich auf diesen Linksverkehr unfallfrei einstellen konnte. Gott sei Dank. So, wir können jetzt alles freischalten. Was können wir denn freischalten? Ist diese Option aktiviert? Haben Sie Zugang zu allen Stadtdienstleistungen, Spezialgebäuden, Zonenarten, Werkzeugen und Menüs? Nein, nein, das machen wir nicht. Dann könnten wir noch das unbegrenzte Vermögen einstellen. Machen wir auch nicht, denn wir wollen ja erstmal rausfinden, was können wir denn? Ja, wo müssen wir aufpassen? An welchen Stellschrauben müssen wir denn drehen, damit unsere Siedlung auch funktioniert? Wir lassen es mal. Und damit wir das alle gemeinsam auch nochmal erleben, lasse ich das Tutorial jetzt einfach mal drin. Einfach um zu sehen, was bietet uns das Spiel. Und wenn ihr soweit seid, würde ich hier auf Starten drücken. Habt ihr eure Chips parat? Habt ihr die Salzstangen? In greifbarer Nähe, Häschen. Habt ihr euch was zu trinken geholt? Seid ihr soweit? Dann lasst uns an diesem Samstagabend um 20.22 Uhr zur besten Serienzeit und Abendstunde loslegen. Bei mir gibt es Club Mate Tee mit Koffein. Ich kenne euch und ich kenne Fredless. Wenn ich jetzt sage, in 10 Minuten ist der Stream aus, kriege ich Ärger. Also mein Sekretär ist da sehr, sehr genau. Los geht's. Es gibt keinen Widerspruch. Wir fangen an. Willkommen bei City Skylines 2. Genau hier können Sie die Stadt Ihrer Träume errichten. Nehmen Sie der Herausforderung an, die in der Verwaltung der städtischen Dienstleistungen und der Koordination des Verkehrsflusses bestehen und folgen Sie dem Leben Ihrer Bürger. Nutzen Sie die Tutorials, um bei den ersten Schritten zum Aufbau einer Stadt Hilfe zu erhalten. Mit weiterem Fortschritt werden immer mehr Hinweise und Ratschläge verfügbar, die Sie bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Verschaffen Sie sich vor Spielbeginn mit Hilfe der Kamerasteuerung einen Überblick über Ihr Gelände. Falls Sie die Tutorials zu einem beliebigen Zeitpunkt ein- oder ausschalten wollen, können Sie dies im Pausenmenü mit Hilfe des Zahnradsymbols in der rechten oberen Ecke tun. Im Pausenmenü können Sie außerdem Ihr Spiel speichern und allerlei Spieleinstellungen anpassen. Wir haben ja die Kamerasteuerung mit WASD. So, Kamera drehen mit Q und E. Mit T und G kann ich Karte kippen. Zoom. Und auch mit R und F. Okay. Gute Arbeit. Sie sind jetzt bereit, mit dem Bau Ihrer ersten Stadt zu beginnen. Wir haben eine Aufgabenliste für Sie vorbereitet, um Sie durch Ihre ersten Schritte zu begleiten. Beginnen Sie eine Aufgabe, indem Sie Spielen auswählen und die Schritte absolvieren, um die Funktion freizuschalten. Unterwegs gibt es außerdem immer wieder Hinweise, durch die Sie wichtige Informationen erhalten. Sie können im selbstgewählten Tempo voranschreiten und alle bereits abgeschlossenen Aufgaben erneut absolvieren, indem Sie wiederum Spielen auswählen. Gut, dann wollen wir mal die erste Aufgabe angehen. Es freut mich, Häschen, dass wir da jetzt ein Spiel gefunden haben, was genau in deine Richtung geht. Gut, also.
Wir durchschreiten zunächst einmal das Tutorial. Wir erlernen hier die Grundlagen, das können wir hier also einstellen, und zwar den Bau von Straßen. Zoomen wir erstmal ganz kurz, bevor wir loslegen, zoomen wir mal ran. Also man kann die Kamera übrigens stufenlos sehr, sehr, sehr weit raus zoomen und auch sehr weit rein. Das gab es im ersten Teil nicht und ich muss sagen, ja, es flackert hier ein bisschen. Das liegt aber auch so ein bisschen an den Grafikeinstellungen, die ich jetzt hier gewählt habe. Und die sind jetzt im Moment eher auf niedrig. Aber es sieht eigentlich jetzt so schlecht nicht aus. Wir können auch stufenlos drehen mit dem Mausrad. Wir müssen also nicht T, G, R und F drücken. Das muss nicht sein. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Bauen der Straßen an. Wie ist die Musik für euch? Ist euch das Spiel zu laut? Ich glaube, das schlägt ganz schön an. Wir machen mal ein bisschen leiser, ne? Ist besser so? So, Straßen. Straßen sind Kernelemente der Stadt. Wenn Sie eine Straße errichten, erscheint ein Zellenraster auf der umliegenden Landfläche. In diesem Bereich können Sie bauen. Die meisten Straßen verfügen über ein integriertes Infrastrukturnetzwerk. Dieses umfasst Stromleitungen sowie Wasser- und Abwasserrohre. Alle Gebäude, die mit einer Straße mit Infrastrukturnetz verbunden sind, haben folglich auch automatisch eine Anbindung an diese Infrastruktur. Und das ist super. Wer sich noch an unser letztes Gameplay auf dem Kanal erinnert, in Cities Skylines 1, da mussten wir noch per Hand die Energieversorgung aufbauen. Das heißt, wir mussten Stromnetze errichten, wir mussten unterirdisch eine Wasserleitung machen. Das ist hier nicht mehr notwendig. Das wird mit den Straßen, sagen wir jedenfalls mit den meisten Straßen, automatisch gemacht und das erspart uns einen Haufen Arbeit. Straßentypen gibt es verschiedene in allerlei Größen und Konfigurationen, von kleinen Gassen und Einbahnstraßen bis hin zu riesigen Autobahnen. Je größer die Straße ist, desto höher wird das Tempolimit und die Verkehrskapazität. Zweispurige Straßen sind Standardstraßen mit zwei Fahrspuren. Eine, die jede Fahrtrichtung mit Straßenlaternen an einer Seite. Sie sind einfach zu errichten und haben eine geringe Verkehrskapazität. Wollen wir das alles durchlesen? Das vielleicht nicht unbedingt, oder? Aber die Werkzeugoptionen, die schauen wir uns mal an. Die Optionen helfen dabei, exakt zu bauen. In den Vorberichten wurde ja berichtet darüber, dass das Errichten von Straßen und insbesondere Schienennetzen um ein Vielfaches genauer und auch gleichzeitig einfacher sein soll. Also wir haben Kurven, komplexe Kurven, endlose Serie an Kurven, also schon fast serpentinähnlich. Wenn wir bauen, wir können ein Raster auswählen. Was passiert denn, wenn wir das machen? Das mal, probieren wir jetzt mal noch nicht. Wir machen das mal später. Was ist das? Ersetzen. Achso, und hier können wir die Rasterfunktion aktivieren oder deaktivieren. Untergrundmodus an- und abschalten. Weiß ich jetzt gerade noch nicht, was es ist. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die zweispurige Straße mal. Guck mal durch. Ersetzen, das ist, wenn wir den Straßentyp ändern. Wir können absenken. Das Absenken ermöglicht den Bau von Tunneln. Wie können wir das machen? Wie kann ich das machen mit dem Absenken? Da zeigt er mir gerade noch, oder ich sehe es nicht. Probieren wir mal. Das ist auch nicht schlecht. Parallelmodus lässt zwei ausgewählte Straßen perfekt parallel ausrichten. Das spart Zeit. Die Rasterfunktion ist bekannt.
So, jetzt haben wir, also, jetzt haben wir hier doch nochmal eine Erklärung. Straßen bauen. Betrachten Sie Ihre Karte und suchen Sie nach den Straßen, die aus dem Kartenbereich hinaus bzw. in den Kartenbereich hineinführen. Beginnen Sie ausgehend von diesen Straßen mit dem Bau Ihrer Stadt. Bauen Sie Ihre Straße mit der linken Maustaste, nutzen Sie die rechte oder Escape, um das Straßenwerkzeug nach getaner Arbeit abzuwählen. Gut, eine Straße bauen. Los geht's. Wir fangen einfach hier mal an dem Fluss an, oder? Ups. Wollen wir die Straße mal hier in Flussnähe errichten erstmal? Was haben wir denn hier hinten eigentlich noch? Ach so, ist noch eine andere Möglichkeit, diesen Bauquadranten zu erreichen. Also wir können uns quasi aussuchen, wo wir anfangen wollen. Also los. So. Diese blaue Umrisslinie zeigt uns, in welchem Radius hier Häuser gebaut werden können. Mit einem Klick legen wir einen Eckpunkt fest, von dem aus wir eine Kurve ziehen können in diesem Modus. Ja, und ich meine, auch wenn die jetzt geschwungen ist, sieht doch das schon mal ganz gut aus. Also wir sehen auch den deutlichen Unterschied hier schon mal, dass wir definitiv mehr Fläche scheinbar zur Verfügung haben, um mögliche Gebäudetypen zu errichten. So, okay, Escape, abbrechen, gut. Planierraupe, um Sachen wieder abzureißen, das ist auch easy peasy. Das brauchen wir jetzt aber gar nicht machen. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, und zwar zu Wohnzonen. Und diese Wohnzonen, die kennen wir schon aus dem ersten Teil. Wir haben verschiedene Zonentypen, allerdings muss man sagen, in City Skylines 2 gibt es neue Zonentypen. Da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. In dem Fall hier geht es zunächst einmal um einfache Wohngebiete. Das heißt um eine Kleinstadt, die Lamitz bewohnbar zu machen. Erstmal in kleinem Rahmen denken. Das Zuweisen der Zone ermöglicht Leuten den Zuzug in ihre Stadt. Errichten Sie Ihre Wohngebiete an passenden Orten, um die Zufriedenheit der Bewohner zu garantieren. Die Leute ziehen Wohngebiete vor, die fernab von Industriegebieten oder großen Autobahnen liegen, da diese jede Menge Verschmutzung und Lärm verursachen. Sie können Ihre Wohngebiete nach Belieben gestalten. Nutzen Sie beim Bau von Straßen das Rasterwerkzeug, um schnell größere Wohnviertel zu erstellen, oder nehmen Sie sich Zeit und planen Sie malerische, gewundene Straßen, etwa an einer Küste. Wie auch immer Sie Ihre Wohnzonen gestalten, sorgen Sie stets dafür, dass die Viertel mit dem Rest Ihrer Stadt und der Außenwelt verbunden sind. Gut, wir sollen also Wohnzonen mit geringer Dichte festlegen. Dafür gibt es jetzt mehrere Tools. Wir können im Werkzeugmodus aussuchen, ob wir den ganzen Quadranten hier füllen wollen oder dieses Rechteck. Wir können allerdings auch das Auswahlrechteck nehmen. Das nutze ich immer am liebsten, weil ich dann halt wirklich gezielt festlegen kann, ob ich beispielsweise sage, ich möchte wirklich nur so ein kleines Haus. Warum denn nicht? Zonen entfernen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Zone falsch platziert ist, können Sie entweder die gesamte Zone oder nur Teile davon entfernen. Nutzen Sie den gewünschten Werkzeugmodus und färben Sie das zu entfernende Gebiet ein, indem Sie rechte Maustaste gedrückt halten. Das heißt, wir können also eine neue Zone zuweisen über der existierenden, indem wir sie einfach übermalen. So. Abbruchreife Gebäude, die sich in einem Gebiet befinden, die müssen wir wahrscheinlich abreißen. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never grow. Da meldet sich das Radio. Wir hören kurz zu. Ah, das war's schon. Eine kurze Begrüßung. Super. Also die Idee mit dem Stadtradio finde ich toll. Ich hoffe, dass sich da noch ein kleines bisschen mehr Abwechslung ergibt.
Und vielleicht kommt es ja sogar auch irgendwann mal zu einem deutschen Radio. Wäre ganz cool. Gut, also die abgerissenen Gebäude oder diese verlassenen Hütten, sagen wir es mal so, die müssen wir also manuell mit dem Abrisswerkzeug wegnehmen, so wie es scheint. So. Gut, also über diese Auswahlgröße, die wir hier gewählt haben, in den Zonen können wir sagen, okay, so ein 4x4-Feld ist halt prädestiniert für ein großes Wohngebäude. Ich würde aber auch wirklich gerne ein paar kleinere hier mit ranstellen. Und auch nicht so dicht besiedelt, weil Lamitz lebt von romantischen, kleinen, malerischen Details und Ortschaften. So, wir machen kurz pausieren das Spiel mal ganz kurz, denn wir brauchen Wasser und Elektrizität. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir haben im Moment keine eigene Stromversorgung. Und ich hoffe, ja, wir sehen es auch schon hier im Tutorial, wir kommen noch dazu. Wir sollen halt erstmal so ein bisschen rangeführt werden, ein paar verschiedene Zonen errichten, wie zum Beispiel jetzt die Gewerbezonen. Denn unsere Bevölkerung braucht ja ein kleines bisschen was zum Einkaufen. Ein paar kleine Lädchen wie den Bäcker um die Ecke oder die Fleischerei. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal einen Schritt weiter. Wir lassen die Wohngebiete mal errichten und kommen zu den Gewerbezonen. Gewerbezonen bieten Raum für unterschiedliche Nutzungszwecke durch Unternehmen. Unternehmen bieten Dienstleistungen und Jobs für Bewohner und erhöhen das städtische Einkommen, indem sie Steuern und Gebühren bezahlen. Dieser Zonentyp hier, den wir jetzt auswählen können, zu Beginn des Spiels es handelt sich auch wie bei dem Wohngebiet um ein kleines Geschäft. Und das darf auch erstmal gerne Stück für Stück sich klein in klein entwickeln. Das Zuweisen von Land für gewerbliche Nutzung ermöglicht Gewerbebetrieben die Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit. Platzieren Sie Geschäftsviertel nahe an Wohngebieten, da eine Nähe zu den Menschen sowohl diesen als auch den Unternehmen zugutekommt. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Bürgern und Unternehmen steigert die Bürgerzufriedenheit und bietet sowohl Dienstleistungen als auch Arbeitsplätze. Unternehmen benötigen laufend neue Güter und Materialien. Eine gute Anbindung an größere Straßen in der Nähe erleichtert und beschleunigt deren Lieferung. Darauf müssen wir ein kleines bisschen Acht geben. Wahllos wollen wir hier nicht irgendetwas bauen, aber wir sind ja eigentlich relativ gut erreichbar. Die Leute kommen jetzt hier rein, das ist eine einfache Straße. Auf der anderen Seite haben wir hier so eine doppelspurige, was ist das, eine Autobahnanbindung, denke ich mal. Das heißt, hier wäre auf jeden Fall ein größeres Verkehrsaufkommen in dieser Mondstraße. Ja, die kommen jetzt erstmal, wir fangen ja klein an, die kommen jetzt erstmal über die Landstraße reingefahren, über die B121. Unser neuer Standort ist einfach großartig. Besucht uns in Herrenstraße Nummer 50. Und die können wir natürlich selbstverständlich wieder umbenennen. So, jetzt sehen wir schon, die Gebäude werden langsam aber sicher errichtet. Das erste kleinere Wohngebäude steht hier schon. Wir gehen auch mal ein bisschen näher ran, dass wir uns das hier mal in Ruhe angucken können. Und da sehen wir auch schon, welche Bedürfnisse die Familien, die hier einziehen würden, haben. Das sieht auch jetzt schon fast so ein kleines bisschen aus wie so ein Tiny House, ne? Also groß ist das nicht. Ich würde jetzt mal sagen, schätzungsweise 35 Quadratmeter, vielleicht ein bisschen mehr. Reicht gerade mal so für eine kleine Küche mit Wohnzimmer integriert und einem Schlafbereich vielleicht noch eine kleine Toilette drin. Und hier draußen haben wir noch einen Schuppen. Wir brauchen Wasser, Strom und vor allen Dingen Versorgung durch Abwasser. Mülltonne, das finde ich auch toll, dass es hier Mülltonnen gibt. Ich meine,
Naja, beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, dass es die im ersten Teil auch so am Zaun stehend gab. So, jetzt haben wir also Wohngebiete, wir haben Gewerbegebiete, alles klein in klein. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind Arbeitsplätze. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier Arbeitskräfte einzustellen in diesen kleinen Gewerbezonen. Allerdings brauchen unsere Bürger zumindest einen kleinen, industriell geprägten Bereich. Und das macht auch Sinn, denn wir wollen nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern wir wollen auch ein kleines Industriegebiet erschließen. Das ist, denke ich, für jede aufkeimende kleine Stadt notwendig. Und ich würde vorschlagen, dass wir dieses Industriegebiet nicht in die Nähe unserer kleinen Siedlungsanlage setzen, sondern die bauen wir ein kleines bisschen außerhalb. Ich habe jetzt natürlich überhaupt gar keine Ahnung, ob das ein möglicherweise landwirtschaftlich erschließbares Gebiet wäre. Tja, also müssen wir bauen ins Blaue so ein kleines bisschen. Und da könnten wir jetzt eine mittlere Straße nehmen, einfach dem Verkehrsaufkommen zugute oder zugrunde liegend, dass hier einfach ein bisschen leichtere Transportmöglichkeiten stattfinden können. Nee, ey, wir bauen ein Dorf. Wir bauen ein Dorf und deswegen... Bauen wir uns hier hinten einfach ein kleines Gewerbegebiet, oder? Industriegebiet, Entschuldigung. Also das Bauen von Straßen fühlt sich, wie kann man das beschreiben? Unheimlich intuitiv an, also sehr, sehr geschmeidig und frei platzierbar. Es macht sich wirklich gut. Und dann würde ich sagen... richten wir uns einfach mal eine kleine Industriezone ein. Industriezonen. Los geht's. Interessant. Wir sehen hier übrigens jetzt auch die Windrichtung. Das ist gar nicht so unerheblich. Denn wir wollen ja nicht, dass die schädlichen Abgase oder das, was aus den eventuell vorhandenen Schornsteinen nach oben steigt, dass das in unsere Stadt bläst. Gott sei Dank habe ich jetzt durch Zufall und durch Glück mich richtig entschieden, denn normalerweise überprüft man sowas vorher, wenn wir Pech gehabt hätten. Dann hätte ich jetzt die Straße umsonst gebaut, weil der Wind vielleicht hier nach oben bläst und alles in die Stadt rein. Gott sei Dank. Gut, also. Das ist das eine und wir haben natürlich mit Verschmutzung zu rechnen. Und das wollen wir nicht. Offensichtlich ist hier ein Wasserschutzgebiet. Also hier gibt es große Vorkommen an Grundwasser, wie es scheint. Das wollen wir natürlich nicht in Mitleidenschaft ziehen, denn wir wollen ja sauberes Trink- und Leitungswasser. Das Zuweisen von Industriezonen ermöglicht Industriebetrieben die Aufnahme ihrer Tätigkeit. Industriebetriebe sind von Materialien abhängig, weshalb sie in der Nähe von Ressourcenquellen und guten Verkehrsanbindungen am effizientesten funktionieren. Das macht natürlich Sinn. Also so eine Autobahnanbindung wäre schon nicht schlecht, haben wir jetzt in dem Fall nicht hier in diesem Bereich, sondern eher auf der anderen Seite, wie wir es gesehen haben. Aber zumindest muss man hier nicht durch die ganze Stadt kurven, um hier ins Industriegebiet zu kommen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Es gibt auch eine Zonennachfrage. Wir sehen das hier unten. Es gibt drei Abteile. Wohnen, Gewerbe, Industrie. Im Moment gibt es eine relativ hohe Nachfrage an Wohngebieten. Ist ja auch klar, wir haben entstehende, aufkeimende Industrie. Wir haben ein bisschen Gewerbe. Das heißt, wir haben viel mehr Arbeitsplätze zur Verfügung, als im Moment Bürger in der Stadt leben.
reißen wir doch einfach jetzt hier mal an der Stelle einen etwas größeren Wohnbereich aus. Was dann hier passiert, werden wir dann sehen. Gut, jetzt kommen wir wirklich zu essentiellen Dingen, die wirklich wahnsinnig wichtig sind. Denn es geht um die Versorgung mit den wirklich grundlegenden Elementen, die unsere Stadt braucht, nämlich Strom, Wasser und Abwasser. Strom, Grundlagen. Beinahe alles in der Stadt benötigt Strom, um zu funktionieren. Ein gut funktionierendes Stromnetz sorgt für zufriedene Bürger und einen reibungslosen Betrieb der Dienstleistungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Stromerzeugung. Jede diesbezügliche Entscheidung bringt Vor- und Nachteile mit sich. Kohlekraftwerk ist eine gute Quelle für Hochspannungsstrom, erzeugt jedoch eine Menge Verschmutzung und Lärm. Windkraftwerke sind eine gute Quelle für grüne Energie. Die Abgabeleistung ist jedoch stark wetterabhängig. Es regnet jetzt hier auch gerade, ne? Es regnet gerade, wunderschön. Ich glaube, für den Beginn ist es vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir erstmal eine Importquelle nehmen. Das heißt, Strom kann mit Hilfe von Starkstromleitungen aus Nachbarstädten importiert werden. Sie müssen sich in diesem Fall um keinerlei Wartung kümmern. Das ist noch ein Riesenvorteil und wir haben halt auch keine Verschmutzung. Der Ankauf von Strom kann jedoch bei zunehmender Bevölkerung auch sehr teuer werden. Das ist klar. Gut, also wählen Sie die Stromquelle, mit der Sie beginnen möchten und schließen Sie dieses Fenster, um fortzufahren. Also wir könnten jetzt quasi über diese... Ja, wie komme ich denn aus dem Fenster raus? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Übersicht, dass wir das... Updates to our power grid. The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys. What? We're on the air? Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Moon. Thank you very much. Christina, we know we have a little water shortage. I know the problem. And Tom is missing his car keys. Er hat seine Schlüssel fürs Auto verloren und dann ist ihm eingefallen, dass er sie doch in der Hosentasche hatte. Na Gott sei Dank. So, ich hätte gerne dieses Fenster hier weggekriegt, aber es geht leider nicht. Ich kann euch diesen Text hier gar nicht so richtig vorlesen. Ich hätte es aber gerne selber gewusst, weil... Also das sind diese Umspann... diese Hochspannmasten, die wir brauchen zwischen Kraftwerk und Umspannwerk. Das heißt, das ist das, wenn wir Strom importieren wollen. Wir könnten auch auf grüne Energie setzen, wir können allerdings auch das Kohlekraftwerk nehmen. Wollen wir aber nicht so. Das sind die Windkrafträder. Wir sehen im Moment ja auch die Windrichtung, aber wie es aussieht... Was zeigt uns denn die Windgüte an? Also so, wenn ich es richtig verstehe, dann sind die Windgeschwindigkeiten hier höher. Also sagen wir doch mal, es macht durchaus Sinn, dass in Höhenlage Wind stärker weht. Deswegen sind wahrscheinlich diese orangenen, vielleicht auch roten Pfeile später ein Indiz dafür, dass mehr Wind zur Verfügung steht. Und das sieht in unserem Flachland relativ mau aus. Also viel haben wir hier nicht. So. Kohlekraftwerk scheidet
aus. Ich gehe immer noch davon aus, dass das Grundwasser ist und dass wir das da nicht bauen sollten aufgrund der Verschmutzung. Nee, wir entscheiden uns jetzt mal für einen Import. So, und das Tolle ist, dass man jetzt auch wirklich sehen kann, wo ich das anschließen kann. Wir sehen hier von extern wird so eine Stromversorgung hier angeboten. Das zieht sich durch. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach nur verbinden und in die Nähe setzen, um die Versorgung zu gewährleisten. Oder? Naja, nicht oder. Ich habe jetzt überlegt, ob ich... Wir sehen ja hier anhand der Straße, da sehen wir ja, dass es schon ein Stromnetz gibt. Diese gelbe oder orangene Linie zeigt die Stromleitung, die automatisch mit der Straße mitgelegt wird. So, wenn ich es richtig verstehe. Müssen wir das jetzt hier direkt anbinden? Sieht so aus, ne? Ich habe eine bessere Idee. Können wir nicht... Das ist ja jetzt echt gemein. Ich kriege das Fenster hier nicht weg, ne? Doch, ich krieg's weg. Gut, ich muss einfach mal hier oben draufklicken. Meine Idee wäre eher, wenn die Stromversorgung eh läuft über die Straßen, dann lasst uns doch einfach die Straße hier weiterführen, oder? Lasst uns diese Straße hier weiterführen. Und wenn es funktioniert mit Brücken, dann können wir... Ja, es funktioniert. Dann können wir doch... Können wir das ja auch hier anschließen. Nee. Doch. Wir bauen hier die Straße ran und dann ziehen wir einfach den Strom an die Straße. So machen wir das jetzt. Reicht das? Also es ist verbunden. Es ist verbunden. Oder mache ich einen Fehler? Ah, ist nicht verbunden. Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt nochmal so. Aber warum ist das nicht verbunden? Nochmal, pass mal auf, wir machen das nochmal weg. Ich habe gedacht, das reicht schon. Machen wir es nochmal. Wir setzen die Straße hier hoch. Gehen auf den Strom. Nee, es ist nicht verbunden, oder? Hier kann ich es bauen, aber dann cuttet er die Verbindung. Wir müssen hier ran. Aber jetzt ist auch diese graue Linie nicht mehr richtig. Wie machen wir denn das jetzt? Wenn Sie Strom aus einer Importquelle einführen, müssen Sie ein Umspannwerk errichten. Ja, wie logisch. Ist ja völlig klar. Sie konvertiert den Hochspannungsstrom aus den Starkstromleitungen, das ist das, was wir gerade jetzt errichtet haben, in Niedrigspannungsstrom und speist diesen in die Stromleitungen unterhalb der Straßen ein, damit er von Gebäuden genutzt werden kann. Das ist logisch. Und diese Umspannwerke sollen an einem zentralen Ort neben einer Straße platziert werden, um eine gleichmäßige Aufteilung auf Gebäude zu erreichen. Naja, im Grunde genommen schon. Denn Umspannwerke brauchst du. Ich war mir deswegen nur nicht sicher, weil, ich meine, wenn du jetzt hier einfach so eine Stromleitung siehst, naja, siehst du in jedem Dorf, ne? Nach dem Motto, macht schon Sinn. Gut, also wir brauchen ein Umspannwerk. Wo finden wir das? Da ist es.
Das U-Spannwerk. Ja, Leute, und jetzt? Jetzt sind wir doch was Gott froh, dass wir hier die Straße gebaut haben. Wer will schon an dieser herrlichen Flusslandschaft so ein hässliches Umspannwerk? Alles richtig gemacht. Absolut alles, alles, aber auch wirklich alles richtig. So, ja, jetzt müssen wir das natürlich noch verbinden. Jetzt nehmen wir das hier nochmal weg. Das ist interessant, dass das jetzt passiert ist, denn ich muss oder möchte gerne mal gucken, ob sich das Gebäude wieder anschließt. Und das tut es. Gut. So, und dann muss nämlich das kleine Türmchen mit der Starkstromleitung auch hinten angebracht werden. Das hätte also im Vorfeld so hier vorn dran gar nicht funktioniert. Es war also gut, dass wir es nochmal abgerissen haben. Um Straßengebäude zu überwinden, können Sie Leitungen absenken, um sie unterirdisch zu verlegen. Gut. Wir haben also unseren Strom angeschlossen. Wir importieren jetzt fleißig Strom für unsere kleine Ortschaft. Und wir haben unser erstes Infofenster zum Strom. Und da sehen wir jetzt ein paar Infos über die Stromverfügbarkeit, Akkuladung, wenn wir sie denn hätten. Was ich nicht sehe, ist der Preis des Stroms, aber dafür gibt es sicherlich auch nochmal ein spezielles Menü. Die Strominfoansicht zeigt eine Darstellung des Stromflusses in der ganzen Stadt, die Ihnen dabei hilft, Schwachstellen zu erkennen und Probleme zu lösen. Der Stromfluss wird animiert dargestellt, das sehen wir hier auch schon. Der rennt hier wie so ein kleiner Stromfluss und zeigt, wie viel Strom wohin in der Stadt fließt. Geringe Strommengen werden in Form kurzer Balken angezeigt. Nimmt der Stromfluss zu, werden die Balken immer größer. Hinweis: Einzelne Gebäude beziehen nur die benötigte Menge Strom und der Stromverbrauch der meisten Wohnhäuser ist vergleichsweise gering. Sowohl Starkstromleitungen als auch Stromleitungen haben begrenzte Übertragungskapazitäten. Fließt mehr Strom durch die Leitungen, als es die Kapazität zulässt, leidet das Stromnetz darunter, was wiederum dazu führt, dass nicht genügend Strom in den Gebäuden ankommt. Hinweis: Solange die Strominfoansicht aktiviert ist, können Sie Ihren Mauszeiger über die Leitungen bewegen und betrachten, wie viel Strom übertragen wird und wie hoch die maximale Kapazität ist. Da sehen wir es auch. Wenn wir mit der Maus drüber gehen, sehen wir den aktuellen Transport. 0,02 Megawatt, Maximum wären 40. Z-Man, ich wünsche dir einen ganz, ganz traumhaften Restabend. Winke, mach's gut. Okay, wenn es zum Stromengpass kommt, wird das hier rot dargestellt. Dann muss man diesen Engpass überbrücken. Indem man Strom umleitet. Das müssen wir dann also mal schauen, wie wir das machen. Der Stromfluss kann mithilfe von Starkstromleitungen und Umspannwerken gesteuert und umgeleitet werden. Das sehen wir jetzt hier in dieser kleinen Übersicht. Im Moment ist es wahrscheinlich noch nicht ganz so relevant für uns, denn wir haben im Moment diesen Bedarf ja nicht. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir lernen, wie wir das hier anschließen müssen. Und der Strom, der hier transportiert werden muss, der reicht. Jetzt haben wir geschafft. Das heißt, wir gehen zum nächsten Schritt, zum Wasser. Ist natürlich klar, jede Stadt braucht ein gutes Wassernetz. Haushalte, Unternehmen und Industriebetriebe benötigen Wasser für den Betrieb und zum Überleben. Wenn das Wassernetz gut funktioniert, bleiben Bürger gesünder, während Unternehmen und Dienstleistungen störungsfrei betrieben werden können. Dafür braucht man eine Grundwasserpumpstation. Wenn wir innerhalb dieses Bauquadranten Grundwasser finden, also das war eine richtige Vermutung, die wir hatten, nämlich diese blau eingefärbten Bereiche auf der Karte beinhalten Grundwasser. Ich glaube, man kann das Gebäude inzwischen auch erst setzen. Wir sehen dann auch an diesem pulsierenden grauen
Quadrat da vorne dran, dass da die Straße ran muss. Das heißt, wir können das auch nachträglich installieren. Aber warum sich die Mühe machen? Ist ja nicht notwendig. Ich würde sagen, ach, das mit den Fenstern nervt mich ein kleines bisschen. Wir bauen eine Straße und bauen dann die Grundwasserschutz- oder die Grundwasserpumpstation. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself? Hmm? Let's see here. Y'all got soul. Oh, yes, soul. A raison d'être? Mmm, delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. Hmm, but I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cants. Ich finde es cool mit dem Radio. Also jetzt im ersten Moment, als jemand, der das Spiel noch nicht lang kennt und noch nie gespielt hat, finde ich das eine unheimlich... Also es macht das Spiel einfach lebendiger. Es ist einfach irgendwie cool. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Gut, wir haben die Grundwasserpumpstation errichtet. Ich habe gerade gesehen, wir hätten alternativ auch das Wasser über diese Wasserpumpstation. Zum Beispiel hier drüben aus dem kleinen Flussbett ziehen können. Das wäre auch noch möglich gewesen, aber warum? Es läuft ja. Ist ja alles super. Machen wir über das Grundwasser, wenn wir es denn dann schon haben. Jetzt sehen wir auch, die Lage hat sich deutlich entspannt. Inzwischen ist die Industrie, das Gewerbe und auch unsere kleinen Häuser mit Strom und Wasser versorgt. Was uns jetzt noch fehlt, ist Abwasser. Jetzt müssen wir denn jetzt echt eine Pumpstation... Nee, wir können uns entscheiden, aber wir haben doch das gebaut. Gut, okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Sehen Sie sich auf der Karte um und suchen Sie ein Gebiet, in dem sich ein Grundwasservorkommen befindet. Grundwasservorkommen werden bei aktivierter Wasser- und Abwasser-Info-Ansicht am Boden angezeigt. Das machen wir über das Infofenster hier drüben. Wenn wir auf Wasser und Abwasser gehen, dann wird uns das nochmal angezeigt. Wir haben eine Wasserverfügbarkeit von 75.000 Kubikmeter pro Monat. Wir handeln im Moment noch nicht mit Wasser. Und wir haben noch keine Abwasserversorgung. Das fehlt uns noch. Also, ist natürlich klar, wir müssen die Gebäude auch mit einer Straße verbinden, ansonsten geht ja gar nicht anders. Wir müssen ja die Leitungen auch gleich mit verbinden. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, so eine Wasserpumpstation braucht ja auch Arbeitskräfte und die wollen sicherlich, gerade wenn es dann doch ein bisschen weiter weg ist, mit dem Auto hier zur Arbeit fahren. Gut, erledigt. Wir haben Wasser, wir brauchen noch Abwasser. Gut, also wir kriegen Benachrichtigungen, wenn irgendwas nicht so rund läuft, über diese Symbole. Das stand jetzt gerade in diesem Fenster drin. Und ja, das haben wir schon gesehen. Abwasser. Wir nähern uns langsam dem Ende des Tutorials, so wie es aussieht. Klar, ich fand das jetzt wichtig, sich da einfach nochmal so ein kleines bisschen einzulesen. Für diejenigen, die das Spiel noch gar nicht kennen, ist es vielleicht auch interessant, das einfach nochmal so mitzubekommen. Für diejenigen, die das ein bisschen langweilig finden,
Ja, wir haben es gleich geschafft. Abwasser. Ein funktionierendes Abwassersystem ist für eine Stadt von essentieller Bedeutung. Wenn Wasser nicht ordentlich zu Abwasser verarbeitet wird, kann dies negative Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bürger haben. Abwasserrohre sind in das Infrastrukturnetzwerk der Straßen integriert, das haben wir schon gesehen. Sie können außerdem zusätzliche Abwasserrohre bauen, um Abwasserabflüsse anzubinden, die nicht mit einer Straße verbunden sind. Denn offensichtlich gibt es das, dass wir eben auch Straßen haben, wo das nicht mit dabei ist. So, wir leiten jetzt also das verbrauchte Wasser aus dem Wassernetz ab mit diesem Abwasserabfluss. So. Und das bauen wir. Wir leiten dieses furchtbare, stinke Miefwasser in den Fluss. Ich weiß, was ihr denkt. Ich find's auch nicht so toll. Aber jetzt zu Beginn des Spiels haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen das so machen, bis wir ökologischere Möglichkeiten finden, wie Aufbereitungsanlagen und Abwasser. Was wir natürlich machen, wir legen das an den Kartenrand, denn wir wollen ja hier noch bauen. Deswegen Mief und Stinkewasser, das wird hier nichts. Wer im Sommer mal die Füße hier reinhalten will, der will ja nicht im Moloch der Abwasser, Gase und, naja, ich will es gar nicht aussprechen, rumwarten oder gar schwimmen. Das wollen wir nicht. Ich habe da auch traumatische Kindheitserinnerungen aus Ungarn am Balaton, in denen ich gesprungen bin und da schwammen Sachen. Mein lieber General, das willst du gar nicht wissen. Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Schön, dass du mit dabei bist in City Skylines an diesem herrlichen Samstagabend. Also wir setzen jetzt dieses Abwasserding auf diese Seite, denn dann ist das fließt das über diesen Seitenarm ab und zwar auch auf dieser Seite und eben nicht da, wo man die Füße reinhält. Da kommt's hin und da ist jetzt natürlich keine Straße. Das heißt, wir haben jetzt, sehen wir auch am Infofenster, wir haben das noch nicht angeschlossen. Finden Sie einen Bereich mit offenem Fließendwasser. Ja, wir haben es auch gesehen, die Fließrichtung ist nach unten, alles gut. Errichten Sie den Abwasserabfluss direkt am Ufer. Platzieren Sie den Abfluss weit entfernt und stromabwärts von Grundwasservorkommen bzw. Wasserpumpstationen. So, jetzt brauchen wir ein Abwasserrohr. Das verbinden wir jetzt. Also, okay, wir müssen, das ist ja unterirdisch, klar. Also muss ich auch unter das Gebäude, macht Sinn, ne? Jetzt sehen wir auch, dass das, wenn ich es denn setze, auch verbunden wird. Was mich jetzt interessiert, ah ja, schaut mal, ich kann das tatsächlich überall hinziehen. Es wird unmittelbar mit der Straße auch in Verbindung gesetzt. Großartig. Ich glaube, damit haben wir das Problem gelöst. Suchen Sie die nächstgelegene Straße mit einem eingebauten Infrastrukturnetzwerk. Das haben wir ja hier. Schließen Sie den Abwasserabfluss mithilfe des Abwasserrohres an das Straßeninfrastrukturnetz an. Haben wir erledigt. Und damit haben wir diese Punkte jetzt alle durch. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Die Grundversorgung der Stadt, die steht. Gut gemacht. Sie haben Ihre Aufgaben abgeschlossen und verfügen jetzt über grundlegendes Wissen zum Aufbau einer Stadt. Im weiteren Verlauf des Spiels erscheinen immer wieder neue Tutorials und auch Hinweise, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen sollen. Wenn Sie auf den bereitgestellten Rat allerdings lieber verzichten wollen, können Sie die Tutorials jederzeit im Pausenmenü deaktivieren. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wir können sie auch wieder hervorrufen,
und den Berater zurück beordern. Wollen wir diese Stadt weiterbauen oder wollen wir nochmal neu anfangen? Also ich glaube, jetzt haben wir uns jetzt wirklich mühsam hier durchgequält. Es ist doch eigentlich alles schick. Wir machen mit dieser Stadt einfach weiter und guck mal, was wir da draußen machen können. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob denn alles soweit in Ordnung ist. Wir lösen die Pause-Taste, denn ich wollte ja jetzt auch nicht, dass unsere Bürger vielleicht unzufrieden sind, weil wir es mit dem Wasser einfach nicht in den Griff kriegen. Da gucken wir gleich mal, ob sie jetzt inzwischen zufrieden sind. Aber während wir auf dem Weg dahin sind, schaut doch mal, das Wasser sieht doch echt gut aus. Mir ist aufgefallen, wie grafisch altbacken tatsächlich jetzt nach all den vielen Jahren City Skylines ist. Also Teil 1. Es ist immer noch hübsch, aber das ist schon wirklich sehr realistisch und man muss auch dazu sagen, trotzdem noch gut abgelichtet, trotz der wirklich niedrigen Grafikeinstellungen, die wir haben. Also das Wasser kriegt auf jeden Fall Daumen nach oben. Da werden sie abgeleitet, die Wiener Würstchen. Das müssen wir jetzt nicht so detailliert angucken, ne? Lass uns mal in die Stadt hineinhüpfen. Probleme haben sich gerade erübrigt. Just in diesem Moment, wo wir euch einen Besuch abstatten in Lamitz und die ersten Familien ihren kleinen Wohnsitz gefunden haben, sind auch die Probleme erledigt. Und ja, ich meine, es gibt nicht so viele detaillierte und optisch schicke Erweiterungen oder Möglichkeiten, aber ich meine, das ist schon toll, dass jetzt hier in diesem Vorgarten so ein Holzunterstand steht und in dem hier ein kleines Mini-Gewächshaus oder soll das sogar ein kleiner Wintergarten sein? Für die Sauna ist es mir ein kleines bisschen zu luftig. Da kann ja jeder reingucken. Ich denke, es ist eher der Wintergarten, aber komm mal hier, guck dir mal diesen Badzuber an. Diesen schönen Badezuber. Da habe ich Bock drauf. Da hätte ich jetzt wirklich richtig Lust drauf. Das gefällt mir. Kleine Feuerstelle. Also die Darstellung der Häuser im europäischen und amerikanischen Stil sind derzeit nur im Spiel enthalten. Und die Darstellungen der Häuser haben sehr viel Kritik bekommen auch. Aber was ich bisher sehe, ist okay. So. Erste Auto parkt schon hier. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ob das ein Gehweg sein soll oder ein Fahrradweg. Ich glaube, Fahrräder sind noch gar nicht implementiert. Aber wir haben die ersten Geschäfte. Wir haben ein kleines Industriegebiet. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Denn wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Wohngebieten und Gewerbe. Damit fangen wir an. Wir bauen erstmal noch ein kleines bisschen an Gewerbefläche. Und ich hätte hier eigentlich so ganz gerne auch so ein kleines Gewerbegebiet. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Auch nicht so gut. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Danke, Christina. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass, and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman?
Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Also, wir haben unheimlich viele Nachfragen. Die Stadt befindet sich im Aufbau. Es gibt noch einiges zu tun. Das ist die Rückmeldung auch unserer Moderatoren. Und wir erleben oder stimmen uns ein auf eine kleine musikalische Reise. Ein musikalischer Leckerbissen durch Kunst und Kultur erwartet uns. So hat man uns vollmundig versprochen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hier gibt es schon den ersten Um- oder Auszug. Warum eigentlich? Was? Ah, warum? Ich habe doch an der Straße jetzt gar nichts verändert. Ich habe doch jetzt hier weitergebaut. Aber offensichtlich hat er durch diese Querstraße... durch diese Fassbinderstraße diesen Baubereich verschoben und damit unseren Betrieb zerstört. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt, finde ich. Damit ist uns ein kleiner Familienbetrieb flöten gegangen. Den müssen wir uns zurückholen. Meint es wahrscheinlich zu kalt, ne? Um in sowas reinzuspringen, bisschen. So, wir brauchen unbedingt dringend Wohngebiete. Also das Gewerbe, das wird sich jetzt schon finden. Wir brauchen Wohngebiete. Und ich würde sagen, wir machen hier ein paar Stichstraßen zum Ufer. Hier ist die Lage und die Aussicht einfach spitzmäßig. Also Stichstraßen sind die, die quasi reingesetzt werden und dann an einem Punkt aufhören und nicht an eine andere Straße angebunden sind. Und jetzt hier eine Kreuzung bauen. Wenn ich jetzt hier eine Kreuzung baue, dann wird er wieder eines der Gebäude verändern. Das will ich eigentlich auch ungern. Wir ziehen mal die Straße hier oben lang. Und das wird dann auch zumindest an dieser Stelle keine Stichstraße mehr sein, sondern wir werden diese Straße hier anbinden und das Ganze wird in eine Kreuzung führen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, mit mir hier gemeinsam ein bisschen rumzubauen. Mir macht es bisher gerade wahnsinnig Spaß, einfach das in aller Ruhe und ganz entspannt anzuschauen. Danke, Fredless. Wollen wir jetzt mal ein bisschen großspuriger denken? Ich habe jetzt wirklich bewusst natürlich auch sehr viele kleine Eigenheime gesetzt. Hier will man leben, hier will man ich sein, hier will man die Seele baumeln lassen und vor allen Dingen die Aussicht genießen. Atlas, jetzt beneide ich dich. So eine Massageauflage. Oh, ich könnte jetzt auch mal wieder so eine richtig tolle Massage gebrauchen. Irgendwann brauche ich dann tatsächlich mal wieder eine Frau, glaube ich. Für die Massage. So. Also, der Bedarf an Wohngebieten ist da. Jetzt müssen die natürlich auch erstmal ankommen und einziehen. Wir sehen die ganzen Kräne. Das gab es, glaube ich, im ersten Teil nicht, ne? Mit den Kränen. Das sieht auf jeden Fall toll aus.
Ob man jetzt nur für so ein Gebäude unbedingt so einen riesen Kran braucht, ich meine nein. Da hätte mir jetzt ein Baugerüst tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Einem Bürokomplex, großen Industriekomplex, da würde ich es gut nachvollziehen können, aber wir bauen ja kein Hochhaus, was jetzt ein riesen Fundament benötigt, sondern wir bauen wirklich kleine und kleinst Einfamilienhäuser oder wie ich vorhin gesagt habe, kleine Tiny-Häuser, wie in dem Fall. Dafür brauche ich jetzt nicht so einen riesen Baustellenkran, aber trotz allem, die Animation gefällt mir. Das heißt, wir müssen jetzt mal abwarten. Ich mache die Zeit jetzt auch mal ein bisschen vor, ob sich jetzt hier was ändert, wenn die Familien einziehen. Wahrscheinlich. Wir brauchen dringend jedenfalls Arbeitskräfte, denn wir haben eine Unterversorgung an Arbeitern. Das sehen wir hier. Warnsymbol leuchtet und blinkt schon auf. Die Industrieanlagen sind definitiv noch nicht so gut versorgt. Und wie sieht's denn aus im Moment? Naja, also die Rauchanimation ist schon echt... es ist ein bisschen gut gemeint mit der Darstellung, aber an sich sieht das schon mal nach einem ordentlichen Industriegebiet aus. Und die Industrienachfrage ist auch vorhanden, nach wie vor. Auch wenn es uns derzeit vielleicht noch an Arbeitskräften fehlt, bauen wir trotzdem nochmal nach. Das sind ja auch alles, sagen wir mal, wertvolle Steuerannahmen, die wir hier generieren. Sehen wir eigentlich die Windrichtung anhand des Rauches? Denn wir können ja sehen, dass der Wind also von links gerade jetzt nach rechts geht. Also wir sehen es leicht, ne? Was? Große Öffnung in der Fretless Allee. Was ist denn da los? In der Fretless Allee ist Eröffnung. Walmsburys. Aber es ist doch noch gar nicht fertig. Wahrscheinlich wird hier die Grundsteinlegung gefeiert. Was, Wilhelm Krause? Ich glaube, heute brauche ich zwar keine Jacke, aber für meinen Geschmack ist es ein kleines bisschen frisch. Ich habe das Ende nicht gesehen, aber wird schon stimmen. Den Zirper, den lassen wir mal noch an. Es kann sein, dass er uns irgendwann mal nervt. Dann müssen wir den wahrscheinlich deaktivieren. Aber so prinzipiell finde ich das nett, dass ab und zu mal was reinflattert, wenn es nicht zu viel wird. Wir nähern uns... Oh, ist das schön. Guckt mal diese Stimmung an. Wir nähern uns unserem ersten Abend. Und die Nacht hat zumindest in größeren Städten zu unheimlichen Performance-Problemen geführt, ist aber eine der größten Stärken von Cities Skylines 2, denn die Nacht sieht unheimlich toll aus. Wenn dann die kleinen Häuser ihr Licht anschalten und die Bewohner zurück sind von der harten Arbeit und einfach die Seele baumeln lassen wollen. Und das ist stark. Man kann hier sogar in die Gebäude reingucken. Schaut euch das mal an. Also das ist schon ganz, ganz stark, dass man hier so, auch wenn nur ansatzweise, irgendwelche Teile drin stehen sieht. Zum Beispiel einen kleinen Schrank und einen kleinen Tisch. Das ist schon echt toll. Also das gefällt mir. Großer, großer Pluspunkt. Richtig schick wird es wahrscheinlich noch werden, wenn dann auch höhere Gebäude stehen und die Lichter dann ein richtiges schönes Stadtbild zeichnen. Wir kriegen Erfahrungspunkte jetzt inzwischen. Naja, das sind die Erfahrungspunkte, die wir brauchen, um quasi neue Gebäude frei zu schalten. Neue Gebäudetypen. Ja, also wir haben neue Wohnhäuser. Offensichtlich ist das auch teilweise schon bewohnt. Es reicht noch nicht. Wir brauchen mehr Wohngebiete. Na gut. Bauen wir hier noch eine Querstraße rein? Oder lassen wir es so? Meint ihr? Thank you.
Können wir eigentlich auch so ganz kleine Häuser bauen? Das probieren wir mal. Hier in der Bachstraße. An der Bachstraße gibt es wirklich auch an dieser Stelle zwei ganz kleine Häuser. Das sind noch die Familien, die damals über wenig Grund und Boden verfügt haben. Und trotzdem haben sie es geschafft, sich über die Jahre und die Epochen des Städtewandels und der sich die Klinke in der Hand gebende Bürgermeister zu überdauern und ihren Besitz festzuhalten und zu manifestieren, wenn auch nicht viel. Ein kleines Häuschen reicht. Und ob das geht, das werden wir gleich sehen. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich genötigt, hier das Baugebiet noch ein bisschen zu erweitern, aber möglicherweise haben wir Glück. Offensichtlich ist es wohl auch in City Skylines so, dass sich Familien mit Kindern wünschen, in einem Eigenheim zu wohnen. Die ziehen das viel mehr vor, als in einem so einem großen Wohnblock zu wohnen. Sie müssen sich's allerdings auch leisten können, denn für so ein Eigenheim, wer weiß das nicht, braucht man natürlich auch einen dicken Geldbeutel. Hoffen wir mal, dass die Immobilienblase platzt. Nicht nur jetzt bei uns tatsächlich in der Realität, sondern auch hier im Spiel, dass solche Gebäude dann auch ein bisschen erschwinglicher werden und man sich das leisten kann. Viel Erfolg haben wir mit den zwei Hütten hier noch nicht. Wenn ich jetzt hier nochmal so ein großes daneben setze, dann sehen wir auch, das wird sofort in Anspruch genommen. Wird zugleich der Grundstein gelegt. Pass mal auf, wir tasten uns schrittweise ran. Was passiert denn, wenn ich noch ein Feld dazu nehme? Geht's vielleicht dann? Vor kurzem habe ich eine Doku gesehen von einer Familie, die sich aus diesen Schiffscontainern, kennt ihr doch, diese Frachtcontainer, ne, die von China und so über diese riesengroßen Transportschiffe kommen, haben die sich so zwei große Container gekauft für nicht mal so viel Geld und haben die sich dann einfach auf so ein Baugrundstück liefern lassen und haben die dann so zusammengestellt, ausgebaut und haben sich also quasi wie zwei kleine Tiny-Häuser zusammengesteckt und einen richtig, richtig tollen Wohnkomplex gezimmert, mit viel Arbeit und viel Aufwand, aber es ist echt cool geworden, muss ich sagen. Die Nachfrage nach Wohnungen ist ein bisschen zurückgegangen, ist nach wie vor zwar hoch, aber es nimmt langsam Formen an. Wir gehen in die richtige Richtung. Gewerbe brauchen wir auch noch und setzen das auch. Und dann können wir vielleicht auch die Zeit noch mal ein bisschen nach vorne jagen. Und was mich natürlich auch immer so wahnsinnig interessiert, ja, das habt ihr ja in City Skylines in den letzten zwei Wochen auch gesehen. Ich bin totaler Fan von Kleinstwegen, Bürgersteige und Wanderwege, die es ermöglichen, dass wir zum Beispiel unseren Bürgern sagen, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Auto stehen lassen und geht einfach hier gerade durch und nutzt den kleinen Weg zum H&M. Da muss man nochmal gucken, ob wir das schon haben. Wir sind bei den kleinen Straßen. Aber ich glaube, dass diese Straßen, die wir hier in diesem Bereich finden, das Problem hatten wir ja in City Skylines auch, tatsächlich die Straßen sind, die nicht nur eine infrastrukturelle Anbindung mit Strom, Wasser und Abwasser haben, sondern eben auch Bebauungsflächen sind. Gehwege, die finden wir hier nicht, noch nicht. Die werden wir wahrscheinlich später in diesem Bereich Parks und Erholungen finden. Und was wir dafür brauchen, das sehen wir auch. Meilenstein 4. Wir müssen erst den Weg zum großen Dorf schaffen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir möglicherweise Parks oder sonstiges bauen.
So, das ist der die Fassbinderstraße. Die muss jetzt weichen. Das ist der Hasenweg. Wir wissen, wer gemeint ist. Ich find's toll. Ich mag die Atmosphäre. Es sind noch ein paar Autos unterwegs. Die ersten sind wahrscheinlich unterwegs zur Frühschicht. Ich glaube, wir dürfen uns erlauben, einfach mal die Zeit ein bisschen gleich nach vorne laufen zu lassen. Ich möchte noch mal ganz gucken hier. Kurz gucken, hier wird wahrscheinlich die erste Familie schon ankommen, wieder, die in ein neues Gebäude einzieht. Können wir dem Auto folgen? Können wir. Familie Wagner zieht ein in die Bachstraße 182 mit Wohnmobil. Ja, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, wo ihr euer Wohnmobil hinstellen wollt. Okay. Es wurde geparkt. Von der Familie sehen wir jetzt nicht so viel. Wir sehen hier Erika Schuster. Die wird wahrscheinlich einheiraten, denn eigentlich geht sie jetzt zur Familie Wagner. Auch wenn sie noch... Ja gut, Leute, wir sind im Zeitalter der Patchwork-Familien. Muss ja nicht gleich jeder heiraten. Also jetzt mal ehrlich. Oder wird sich hier noch ein neues Grundstück ausgesucht? Nee, Frau Schuster wird jetzt hier gleich die Koffer ausklappen und wird ihren BH an den Haken hängen und sich zur Nachtruhe betten und wird hier einziehen. So ist es auch. Bachstraße 45 ist es jetzt. Wurde soeben bezogen. Damit haben wir ein Haus mehr. Wir sind auch hier unten, sehen wir jetzt auch gerade in den aktuellen Meilensteinen. Wir sind auch gar nicht mehr so weit entfernt. Dieser Fortschritt, der damals in City Skylines 1 von der Bevölkerungszahl abhängig war, ist offensichtlich inzwischen von den gesammelten Erfahrungspunkten abhängig und nicht mehr von der Einwohnerzahl. Wir sind auch echt ganz weit unten. 28 Bürger haben wir gerade. Da dürfen wir uns ja eigentlich... Eigentlich dürfen wir uns noch gar nicht Bürgermeister nennen. Vielleicht Dorfvorstand. Oder Bürgermeister ehrenamtlich. Noch ohne irgendwelche finanzielle Vergütung. Und viel zu sagen haben wir auch nicht im Bezirk. Noch nicht. Dafür müssen wir uns noch ein kleines bisschen hochschlafen. Darf ich jetzt sagen, ist gleich 22 Uhr. Blockwart, ja. Zum Beispiel, jetzt fehlt es auch hier an Arbeitskräften. Mangel an Arbeitskräften. Das ist ein bisschen verwunderlich, denn das ist ganz unlogisch. Wieso gibt es hier einen Mangel an Arbeitskräften, wenn man gleichzeitig aber möchte, dass wir noch mehr Gewerbegebiete errichten? Also das Feintuning, das ist noch nicht ganz ausgereift, ne? Wir bauen mal noch ein paar Gebäude an die Fredlitz-Allee. Allee. Ja, hier kommen noch Bäume hin. Ihr werdet sehen. Also für mich ist das jetzt logisch, dass wir auch, wenn wir sehen, dass es eine gestiegene Nachfrage an Gewerbe gibt, wir stellen uns ja jetzt hier nicht 20 leere
Gebäude hin. Wir gehen Stück für Stück vor und wenn wir jetzt halt erstmal Läden haben, in denen es an Arbeitskräften fehlt, dann werden wir auch erstmal Arbeitskräfte anziehen, bevor wir uns um neue Gewerbeeinheiten kümmern. Das macht für mich ja sonst überhaupt gar keinen Sinn. Wir werden noch ein paar Gebiete ausweisen und dann gehen wir mal in einen neuen Kameramodus, um einfach ein bisschen zuzugucken, wie sich unsere Stadt im Moment im Aufbau entwickelt und ob wir das gutheißen können, wie es sich entwickelt. Wir setzen mal noch ein paar neue Wohngebiete mit dazu und sagen, auch hier dürft ihr ruhig ein kleines bisschen größere Gebäude bauen. Wir müssen eh vorwärts kommen. Wir wollen auch jetzt gleich den Meilenstein mal schaffen, dass wir es erledigt haben. Und da haben wir ihn auch. Erster Meilenstein. Gott sei Dank. Wir haben ein winziges Dorf geschaffen. Gratuliere. Deine Bemühungen tragen Früchte. Und du hast mit deiner Stadt den ersten Schritt auf dem Weg zum Erfolg gemeistert. Belohnungen sind hier 600.000. 600.000 Euro. Also das ist schon echt viel. Wenn wir von einer 50-Bürger-Gemeinde ausgehen. Ja gut, wer sagt da nein, will ich nicht, ne? 600.000 gemessen daran, was Gebäude kosten, Stadtplanungen möglich machen müssen für den Straßenbau etc. Ist es eigentlich ganz gut, so viel zu bekommen. Fortschrittsmenü. Meilensteine repräsentieren das Wachstum ihrer Stadt. Jawohl. So ist es. Wir sehen halt, die EP sind quasi der Grundstein für das Erreichen eines neuen Meilensteines. Und wir sehen hier jetzt auch in diesem Fenster nochmal, wofür wir denn diese Erfahrungspunkte überhaupt bekommen. Nämlich, wenn wir Stadtdienstleistungsgebäude errichten, wenn wir diese Gebäude aufwerten, das machen sie ja von alleine, die Wohngebäude und Gewerbegebiete, Industriegebiete, sofern die Bedingungen stimmen. Das heißt, der Bodenrichtwert sich steigert, wenn die Familien mehr Angebot haben, zum Beispiel durch vorhandene Feuerwehren. Eine Polizeistation in der Nähe, eine Gesundheitsversorgung zugrunde liegt und vielleicht sogar in der Nachbarschaft die Grundschule steht, dann werden sich unsere Gebäude wahrscheinlich aufwerten, größer werden und auch mehr Raum und Platz für neue Familien bieten und auch die Steuern deutlich nach oben steigern. Also, jedes Gebäude, in dem ein Unternehmen gegründet wird oder Wohnraum zur Verfügung steht, bringt uns EP sowie die Aufwertung, dazu auch Spezialgebäude sowie der Straßenbau. All das bringt uns Erfahrungspunkte. Steigern Sie Ihre Bevölkerungszahl und die Bürgerzufriedenheit, um weitere EP-Belohnungen zu erhalten. Wenn Sie einen neuen Meilenstein erreichen, erhalten Sie eine Geldbelohnung. Das haben wir gesehen, das waren jetzt 600.000. Und wir erhalten außerdem zusätzlich Entwicklungspunkte, die benötigt werden, um fortgeschrittenere Dienstleistungen verwenden zu können. Erweiterungsbewilligungen sind diejenigen, die uns durch das Erreichen des Meilensteines zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel um unsere Stadtgrenze nach außen hin auch zu erweitern. Kennen wir auch von City Skylines 1. Gut, also. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another hour of
musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Mm-hmm. Land of art and... Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi should be our guide. The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Also, wir haben es noch mal gehört. Wir befinden uns auf einer musikalischen Reise durch, wenn ich es richtig verstanden habe, Italien. Und wir sind jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht worden, dass unsere Stadt am Tropf des Imports hängt. Das heißt, unsere Versorgung mit Strom wurde ja angesprochen. Wir haben keine innerstädtische Produktion. Wir sind also nicht autark. Im Gegenteil, wir sind abhängig von der Stromlieferung. Und jetzt ist nochmal gefragt worden, ob das nicht auch die Bevölkerung ein bisschen zu Verstimmungen führen würde, dass wir keine eigene Energieversorgung haben, sondern auf die Produktion von außen angewiesen sind. Und die Antwort vom Councilman oder von der Stadtverwaltung war, naja, es war nicht das Gelbe vom Ei, dass wir unsere Energie jetzt von außen beziehen müssen, aber ist immerhin besser, als hätten wir gar keine Energie. Denn das ist die Grundvoraussetzung für den Way of Life, für die so wichtige Grundversorgung und die Zufriedenheit der Bevölkerung im Allgemeinen. Also lieber Strom importieren als gar keinen Strom. Ja, das ist einfaches Prinzip. Ne? Also willst du Strom? Dann leb damit oder zieh woanders hin. Also ganz einfaches Prinzip. Was können wir denn jetzt? Also, wir dürfen uns erstmalig einen Kredit aufnehmen von 100.000 Euro. Das ist nicht sonderlich viel, aber immerhin kleiner Tropfen auf heißes Stein. Wir können ein weiteres Kartenfeld dazu nehmen. Und wir haben jetzt Übersicht über das Stadtbudget. Wir haben Stadtstatistiken, die wir aufrufen können. Wahrscheinlich über dieses Info-Panel auf der linken oberen Seite. Wir können diesmal, wenn wir wollen, Reihenhäuser mit mittlerer Dichte bauen. Und das geht sowohl für die europäische Stadtversion als auch für die aus Nordamerika. Das kann man im Spiel bequem wechseln. Wenn man halt nicht zufrieden ist mit dem europäischen Baustil, dann kann man sich für den amerikanischen entscheiden. Wir haben neue Straßen dazu bekommen. 4-spurige Straßen mit Trennwand, 5-spurige asymmetrische Straße, Einbahnstraßen und Stabbogenbrücken, wofür die aktuell geeignet sind, kann ich jetzt im Moment noch nicht so richtig einschätzen. Wird wahrscheinlich, wenn man diesen speziellen Typ ausgewählt hat, zum Beispiel die 4-spurige Straße, möglicherweise automatisch gebaut. Naja, und jetzt kommt hier was wir aus City Skylines bereits kennen, also City Skylines 1, nämlich die Gesundheitsfürsorge. Ja, jetzt steigen natürlich auch so ein kleines bisschen die Ansprüche unserer Bürger. Ja, also wenn man jetzt hier schon wohnt, dann möchte ich auch zum Dr. Tückmantel gehen und mein Wehwehchen, was ich mir geholt habe beim Holzfällen oder sonstiges, möchte ich natürlich versorgt wissen. Oder in meinem Fall wäre es die einfache grippale Situation. Ist ja klar, dass ich da zum Arzt um die Ecke gehen will. Klinik, Friedhof können wir bauen. Müllverwaltung, auch wichtig. Wenn wir schon die kleinen Mülltonnen hier sehen, müssen wir uns auch drum kümmern. Wir dürfen eine Mülldeponie errichten und haben das Mülldeponie-Flächenwerkzeug. Das ist ein kleines bisschen anders angelegt als im ersten Teil. Da war es lediglich das Müll. Zentrum oder das Gebäude, was man da gesetzt hat, das
funktioniert jetzt hier ein kleines bisschen anders. Wir errichten inzwischen... Müssen wir mal gucken, wo wir das hier überhaupt finden. Sagen wir mal eine Müllauffanganlage oder eine Müllstation, einen zentralen Müllplatz von mir aus auch. Und um diesen Müllplatz schaffen wir uns einen Bereich, in dem der Müll gelagert wird. Bis er denn dann mal abgeholt wird oder von uns selbst verwaltet, aufbereitet wird. Das Ganze ist ganz schön teuer. 70.000 Euronen bringt uns zwar auch einen Batzen an Erfahrung, aber ja, das Gebäude selbst ist schon sehr kostenintensiv. Gut. Das muss ganz weit weg. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Stadt weiter planen werden. Diese Bauquadranten sind ein bisschen kleiner als in City Skylines 1, aber wir können uns ja jetzt schon ein neues Kartenfeld dazu nehmen. Hier sieht man es auch. Also diese Kartenfelder sind unheimlich vielschichtig und weitläufig. Das heißt, die Karte, die wir hier bauen können, das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Ganz schönes Fleckchen Erde, sagen wir es mal so. Wir können uns jetzt hier so ganz kleine Teile dazu nehmen. Was kostet denn das? Wenn wir uns jetzt hier einen so einen Quadranten auswählen, 6.000. Das ist eigentlich nicht sonderlich viel. 3 Stück dürfen wir kaufen, wenn ich es richtig sehe. Naja, dann. Also ob das jetzt so klug ist, was ich gerade mache, weiß ich nicht. Aber ich möchte diese Müllanlage wirklich ganz weit von der Stadt weg haben. Ja, gut. Ihr habt ja recht. Das wird schon dazu führen, dass die unsere Müllwagen oder Wägen schon eine ganze Weile unterwegs sind. Aber das habe ich schon ganz gerne ausgelagert. Dann schaffen wir uns hier mal eine Verbindungsstraße am Wasserschutzgebiet vorbei. Das können wir hier gar nicht bauen. Hier ist Grundwasser. Wir wollen keine Müllverschmutzung in dem Gebiet. Auf gar keinen Fall. Und das wollte ich jetzt nicht, aber es geht gerade so noch. Nee, nee. Mm-mm. Tja. Ja. Das ist halt jetzt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Platz wir jetzt brauchen. Lass es uns doch mal. Lass es uns doch mal so probieren. Ja, also das, also von der Kurve gefällt mir das jetzt besser. Gut, also Abfallwirtschaft sorgt für bessere Gesundheit und Zufriedenheit. Wir entsenden LKWs und sorgen dafür, dass der Müll auch abgeholt wird aus den Haushalten und zur Verarbeitung gebracht. Wobei, so eine gute Verarbeitung wird es wohl hier kaum geben. So, und das, was ihr jetzt seht, das ist dieses Flächenwerkzeug, wovon gesprochen wurde. Das heißt, wir können uns jetzt hier ein Feld klicken und sagen, in diesem Bereich dürft ihr Müll lagern. Und das muss, sehe ich gerade, innerhalb des roten umrandeten Radius liegen. Darüber hinaus können wir nicht gehen. Möchte man auch nicht. Man möchte, dass hier in diesem Bereich der Müll gelagert wird. Fertig ist der Lack. Gut. Also, das sieht jetzt natürlich ganz schön schäbig aus, ne? Es gibt natürlich noch nicht so viel Müll bei uns in der Stadt. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Das ist leider lediglich eine Einstellungssache oder eine Textur des Spiels, die uns einfach nur anzeigt, also hier wird der Müll dann auch eingelagert in Zukunft. Gut. Hat das Ding den Betrieb schon aufgenommen?
Also, wir werden das gleich sehen, wenn die ersten Müllwagen oder Müllfahrzeuge losfahren. Die haben ein bisschen Weg vor sich, das dauert, aber... Ich finde, dass diese Abbildung ist tatsächlich realistisch. Kein Mensch und kein Bürgermeister würde eine Müllanlage so dicht an der Stadt bauen. Gut, das ist jetzt natürlich hier nicht so schön, ne? Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Können wir vielleicht aber noch ein bisschen dekorieren später. So. Das Geschrei ist groß. Der gemeine Pöbel. Der ist ganz aufgeregt. Aufgebracht. Warum? Ganz einfach. Wir haben noch keine Gesundheitsversorgung. Ein gutes Gesundheitsfürsorgesystem verhindert durch Bereitstellung von Behandlungsmöglichkeiten für Kranke und Verletzte den Ausbruch von Seuchen und das vorzeitige Ableben. Gemeint ist der Exitus. Klar, da müssen wir was machen. Und das Ganze für unsere Bevölkerung so erträglich wie möglich zu gestalten, was ich auch sehr, sehr hübsch finde, dass uns hier auch gleich wieder angezeigt wird, rot, es gibt keine Gesundheitsversorgung aktuell bei uns. Setzen wir das hier ran, dann sehen wir auch gleichzeitig die Erreichbarkeit. Und die scheint auf jeden Fall besser zu sein als in Cities Skylines 1, denn ich weiß gar nicht, was passiert denn, wenn ich das hier hinten setze. Nö. Naja, gut, ja, doch, jetzt sieht man es. Also bis zur Müllverarbeitungsanlage reicht es gerade noch so. Dann färbt sich es aber so langsam gelb ein. Und der Arzt. Der Arzt liegt, weil Häschen immer bedacht ist auf das Wohlergehen der Bevölkerung am Hasenweg. Mitten einer kleinen Aue. Da kommt unser erster Landarzt hin. Und wir brauchen eigentlich auch noch Bestattungsunternehmen. Das ist ja sowieso, ne? Irgendwann sind unsere Leute auch mal so weit, dass sie das Zeitliche segnen. Und die Bestattungsdienstleistungen kümmern sich um die Totenfürsorge und die Beerdigung der Verstorbenen. Friedhöfe sind große parkartige Orte, an denen verstorbene Bürger beerdigt werden können. Und da sehen wir schon, das ist ein Riesenteil und das finde ich super. Das finde ich richtig super. Erinnert ihr euch an die ersten Friedhöfe in City Skylines 1? Das war so ein kleiner Grünstreifen, ne? Ein Mini-Häuschen drauf und irgendwann fuhr der Leichenwagen vor. Aber das, was wir eigentlich kennen, Friedhöfe als Ort der Weite, das muss größer sein. Deswegen großartig, dass ihr das so gemacht habt. Kompliment. Gefällt mir. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow. Chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation.
The leader of the city services division is with us in the studio today. Super, also ich mag wirklich diese Radiofrequenzen. Das gefällt mir einfach, das bringt es einfach so lebendig rüber. Ganz toll. Willkommen zurück, lieber Rovo. Yes, it is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services and we simply do not have the capacity to provide. Jetzt wiederholt man sich natürlich hier, was die Servicequalität angeht und den Import, also das ist jetzt ein bisschen. I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Ein bisschen gut gemeint, ne? Das haben wir jetzt alles schon gehört. So, aber wir waren beim Friedhof und ich habe gelobt, dass das so eine unheimlich tolle Parkdarstellung geworden ist. Und diesen Friedhof setzen wir uns in der Nähe vom Arzt, aber auch gleichzeitig noch so ein bisschen im Grünen. Und jetzt gucken wir uns diesen Friedhof mal an. Das ist doch toll. Das ist einfach mal traumhaft. Ganz, ganz toll. Im Vergleich zu City Skylines 1 endlich ein Gebäude, was wirklich nach einem Friedhof auch aussieht. Das. Das ist wirklich einfach mal ein Ort, wo man hinfahren möchte und auch kann. Und auch einfach mal sagen kann, okay, es ist Sonntag. Es ist der Moment, um einfach mal den Verstorbenen etwas Zeit abzuwürdigen und hier auch ein bisschen spazieren zu gehen. Es ist ganz schön viel los hier. Es gibt ganz schön viele Gräber dafür, dass wir so eine kleine Stadt sind, aber das sind natürlich jetzt Nuancen. Ne? Das ist, ich find's toll, dass es jetzt solche parkähnlichen Anlagen gibt. So. Also das ist großartig, gefällt mir. Hier schreit man schon wieder nach Arbeitskräften. Und inzwischen, zwischenzeitlich war die Nachfrage an kleinen, geringdichtigen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, also Wohngebiete mit geringer oder Geringstdichte waren gar nicht mehr gefragt, zeitweise. Stattdessen sagt man, jetzt haben wir auch die Möglichkeiten, wir fühlen uns hier in Lamitz echt wohl, wir brauchen echt Wohnraum. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Platz für unsere Familie und deswegen setzen wir uns auch ein paar größere Gebäude hier ran. Hier nicht mehr, weil ich glaube, hier ziehen wir dann doch nochmal eine Straße durch, die am Friedhof vorbeiführt und uns ermöglicht, hier am Doktor noch eine kleine Bebauungsfläche mit dazu zu nehmen. So. Das sieht gut aus. Jetzt wird Herr Ruhmkohl allerdings ein bisschen unruhig, denn es ist schon ganz schön spät. Ja, das war auch schon wieder ein sehr, sehr langer Streamtag und ich habe immer noch nichts gegessen, außer zwei Scheiben Bierschinken. Ich hatte mir heute beim Fleischer drei Hähnchenkeulen geholt. Och, also Hähnchenschenkel zum Ankochen für einen kleinen für eine Brühe, für eine Hühnerbrühe, um der Krippe noch ein kleines bisschen was abzusprechen und mich ein bisschen auszukurieren. Ich habe es nur noch nicht gekocht. Es wird eigentlich allerhöchste Zeit. Es ist aber auch gerade so schön mit euch hier. Das ist schon eine ganz schöne Zwickmühle jetzt. Ich liebe es. Bis jetzt. Aber wir sind auch, ich möchte das mit einer gewissen Vorsicht sagen. Also was ich sagen kann, ist, dass es mir aus der Vogelperspektive nicht so gut gefällt. Die grafischen Nuancen und Kleinigkeiten, die sehe ich mir lieber aus der Nähe an. Das Ganze ist noch nicht so sonderlich hübsch. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was an grafischer Leistung und ich habe es auch auf niedrig, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mir wirklich gut gefallen. Das ist die Wasserqualität, selbst auf niedrig. Das ist, dass es wirklich schick ist anzusehen, wenn die Häuser errichtet werden. Dass es in den Vorgärten unterschiedliche kleine Darstellungen gibt, wie hier diese kleine Schuppen oder eben hier zum Beispiel diese Gartenmöbel, die hier stehen. Das bringt dann doch nochmal so ein bisschen Individualität. Mir gefällt, dass wir einen realistischen Friedhof haben. Mir gefällt auch das System der Abfallwirtschaft.
Allerdings mit einer gewissen Einschränkung, denn es ist leider noch, also ich finde das einfach nur grottenhässlich, dass die Fläche hier wirklich einfach nur so vollgekleistert wird mit Mülltextur, wo noch gar kein Müll großartig ist. Also das, was vielleicht an Müll überhaupt zusammenkam, das ist vielleicht das, was jetzt hier liegt. Prinzipiell muss ich aber sagen, dass die Betriebe an sich mir gut gefallen. Also hier findet Mülltrennung definitiv schon mal statt. Auch die Industrieanlagen gefallen mir ganz... Also insgesamt ist es so relativ gut. Und es macht mir Spaß, in dieser Ruhe diese Stadt aufzubauen. Ist wie so Siedeln halt. Ich habe höhere Einstellungen noch nicht ausprobiert. Ich habe auch nicht alles auf niedrig. Müsstest du vielleicht einfach am Anfang nochmal gucken vom Re-Podcast. Aber ich möchte es auch gar nicht weiter hochstellen im Moment. Weil ich finde es einfach dufte, dass das jetzt so schick läuft. Und ja, also. Es ist eigentlich schon ganz toll. Jetzt sind das wohl dann offensichtlich die Häuser mit größerer Dichte, ne? Ja, ja. Also das sind hier schon die ersten Mehrfamilienhäuser. Ja, also die ist jetzt, also... Das ist jetzt nicht so sonderlich hübsch, ne? Aber gut. Leute, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht von diesem Spiel und erfreue mich wirklich daran, das gemeinsam mit euch zu erleben. Allerdings ist jetzt tatsächlich schon relativ spät. 22 Uhr ist erreicht. Die Gunst der Stunde möchte ich an der Stelle nutzen, um mich bei euch für euer Kommen und euer Dabeisein zu bedanken. Und würde mich freuen, wenn ihr mögt, dass wir uns vielleicht morgen in dieser kleinen Stadt Lamitz wiedersehen und gemeinsam an der Stelle weiterbauen. Für diesen ersten Teil in City Skylines 2 soll es erstmal dabei belassen werden. Ich muss mich einfach ein bisschen ums Essen kümmern und dann geht's auch bald ins Bett. War wieder ein recht langer Stream. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Restabend für die, die noch nicht ins Bett gehen. Und winke und sag einfach mal, macht's gut und bis bald. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Macht's gut.